Weiter geht es mit einer neuen blutrünstigen Folge Mittelerde Mordors Schatten. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die wunderbaren Menschen, die das Video von gestern bewertet haben. Eure Unterstützung ist wichtig, deswegen bin ich froh, wenn sich noch so viele Menschen am Bewerten beteiligen, denn immerhin sind wir mittlerweile wirklich stabil auf 3000 bis 4000 Likes. Das muss man erstmal hinbekommen. Gut, wir gehen erstmal hier hin. Wir können uns hier neue Fähigkeiten holen. Und ich würde ganz gerne erstmal hier den doppelten Angriff mitnehmen. Dann können wir nämlich zwei Sachen machen, wenn wir die Trefferserie voll haben. Und was haben wir hier? Die Todesdrohung hier drüben. Kritischer Treffer 2. Ja, den nehme ich mir auch noch mit. Der ist eigentlich auch ganz gut. So, alle Punkte schon wieder verloren. Wir werden immer mehr gottgleich. Immer mächtiger und krasser sind wir hier unterwegs. Na, gucken wir hier drüben. Was können wir denn hier Schönes machen? Danke. Nanichir, Gelaia Mordor. Ja, das Ding hier vollkriegen ist auch ziemlich ätzend. Aber da habe ich jetzt nicht so wirklich Interesse dran. Aber wenn irgendwas in der Nähe ist, dann nimmt man es natürlich mit. Das gehört sich eben so. Gut, wir haben hier nur noch eine Mission. Das ist die Mission mit dem Zwerg, zumindest was die Story angeht. Sonst haben wir hier noch ein paar Challenges. Eine würde ich noch ganz gerne mitnehmen. Das ist die hier vorne, weil die bietet sich gerade an. Da gehen wir mal ganz schnell hin. Retten wir die Sklaven. Einer muss es ja tun, oder? Obwohl ich ja der Schlimmste bin, was Sklaven angeht. Ich bin ja so krass dabei, alles und jeden zu versklaven. Ich bin absolut kein Heiliger, was das Thema angeht. Aber ja, wenn ich irgendjemanden retten kann, dann mache ich es eben. Warum nicht? Warum sind denn hier heute so wenig Uruks? Wo sind die? Wenig los. Gut, dann halt der Name der Macht. Drei Stück, es sind immer drei. Warum sind es immer drei? Das sind die Video Game Rules. Es müssen immer drei sein, aus irgendeinem Grund. Boom! Ich liebe Hinrichtungen. Ich töte gerne Orks. Weil ich ein geiler Typ bin. Wo denn? Wer sieht mich denn? Der da? Oh, was ist da los? Habe ich da nicht irgendwas gesehen? Und bumm, ist er tot. Kleiner Dödel. Irgendwo da oben ist noch einer. Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Bitte hilf mir. Ich helfe dir ja. Du musst auf Toilette. Kann ich verstehen. Er kann es nicht länger halten. Losgeschnitten. So. Es gibt noch andere, die dich brauchen. Bitte finde sie. Ich versuch's. Ich gebe mir Mühe. Trust me. Try my best. Die Jäger wissen, wie man es macht. Sie brauchen kein Schild, um sich dahinter zu verstecken. Okay, hier drüben ist der nächste. Und du bist tot. Du glaubst, der Schüttler erscheint sein Wink, dein Glasklave? Glaubst, er kann dir nichts tun? Da war doch ein Geräusch. Da war doch ein Geräusch. Und eine Explosion. Und noch eine Explosion. Meine Güte, hier explodiert eine Menge. Mordor eben. Komm mal her. Schneid mich los, bitte. Okay, ich helfe dir. Danke. Kein Problem. Bitteschön, gern geschehen. Ist doch gar kein Problem. What? Hä? Ach, der ist runter. Warum zur Hölle ist der runter? Ich wollte eben gerade schön den Typen abschlachten. Da springt der Dude einfach runter. Aus so großer Entfernung, dass ihre Opfer tot sind, bevor wir sie überhaupt sehen. Ja, aber wo ist dann der Spaß an der Sache? Der Grabwandler mag die Hoffnung. Hallo, Bruder. Komm her. Wir reden hier eindeutig ein bisschen zu viel, oder? Danke, dass du mich verraten hast. Hallo, Duda, komm her. Das hören die anderen ja gar nicht. Entspann dich doch mal. So, und schön hier wieder Punkte mitgenommen. Wo ist ihr dunkler Herrscher jetzt? Diese fauligen Kreaturen verdienen jeden Hieb, den du ihnen austeilst. Danke, Waldläufer. Naja, die meisten sind meine Jungs, also so gesehen. Nein.
nein, absolut nein. Frag mich, was diesen Narren getötet hat. Meine Gang ist in Ordnung. Die arbeiten komplett sklavenfrei. Sind echt gute Jungs. Ich habe die gut erzogen. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück hier in die Zwergenschule. Alles klar. Jagdkumpanen. Das wird spannend. Ich mag den Zwerg. Zwerg ist meine Lieblingsrasse. Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher? Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Der mächtige Krog hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krähbein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Graug? Du willst Graugs jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Graug erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Graug zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk nagt, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Graugs nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graugferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Motivierend. Echt motivierend. Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Also, wir müssen ihn bluten lassen. Die Graugferse, ha? Huh? Achilles-Style. So, jetzt schauen wir mal. Noch weißt du gar nicht, wo ich bin, oder? Ich glaube nicht, nein. Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Dann tun wir dies! Gut, er blutet. Ist wütend. Das Blut lockt Karagor an. Lecker. Spring auf, bevor sie auf dich springen. Du bist nun so schnell wie der Graug. Lass dich von Alter, der ist aber ganz schön verletzt. Das wird vielleicht ein Ritt. Alles klar, ich brauche hier mal so ein Viech. Daddy braucht ein Viech. Komm schon. Komm, mach diesen einen besonderen Sprung, den ich so liebe. Das gibt es doch nicht. Okay, warte. Wir gehen einfach hier hoch. Normalerweise von oben drauf springen oder sie machen diesen Sprung von der Höhe. Aber irgendwie... Ah, der eine hier ist benommen. Der da, komm schon. Oh Gott, der zerlegt sie alle. Das ist gar nicht gut. Ich muss mir einen nehmen. Ja, ich weiß, aber es sieht nicht gut aus. Und den habe ich nicht bekommen aus irgendeinem Grund. So, jetzt. Gib mir den hier und bitte mach keine Zicken. Einmal darüber und so. Ich lenke ihn mit meiner charmanten Haut ab. Und du, Jungchen, schießt ihm in den Kopf. Okay. Das klingt recht einfach. Aufsitzen, Jungchen. Alles klar, hier drüben hin, ja? Hey du! Ich habe schon größere Graugs erlebt. Da war ich noch ein Junge. Und mein Bart reicht nur bis zum Kinn. Schritt 3. Schieß ihm in den Kopf. Schon erledigt. Schritt 4.
mal in den Kopf. Koppel, du brauchst Hilfe, oder? Es gibt keinen vierten Schritt. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Ich selbstständig. Okay, okay. Ich reite ihn einfach. Das ist eine geile Idee. So. Ich bediene mich hier nochmal. Ich habe eine Idee. Was tust du da? Du kannst kein Grau lassen. Ich kann es. Ich kann es. Ich kann sowas. Wow, das war ein bisschen... Oh, knapp. Das nenne ich einen Jäger. Alter, jetzt ist Daddy glücklich. Kann ich hier meinen... kleinen Freund werfen? Nein? Wow. Oh ja, das gefällt mir. Du bist ein bisschen neidisch, oder? Kann ich verstehen. Wäre ich auch. Oh, es tut mir leid. Mein Karagor. Mein süßer kleiner Karagor. Guck mal hier. Snack. Und schon heile ich mich hoch. Snack euch einfach alle weg hier. Kleinen Widerlinge. Komm, gib mir noch einen. Oh, nice. Der Krauk, der Karagor, alles vereint hier. Und ich sag euch, so ein Krauk ist schon eine feine Sache. Und den nächsten hier einfach runterwürgen. Schaut es euch an. Nom. Fesselt diesen Krauk. Ihr wollt mich fesseln? Ihr seid doch wahnsinnig. Durch den Stich meiner Klinge. Warum? Warum muss ich ihn töten? Er war so wunderschön, ich wollte ihn behalten. Und ja, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, einen Grauk zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Die Finsternis Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neun Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Zwerge sind einfach scheiße cool, oder? Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Danke. Gern geschehen. Was haben wir hier? Eine Laterne. Vielen Dank, Fremder. Fremder, komm schon. Mittlerweile bin ich doch wirklich im ganzen Land bekannt. Oh, hier drüben kann ich wieder was mitnehmen. Oh, bitte, 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 jagt nicht mich. Ich bin ein unschuldiger Wandersmann, der keinen Ärger will. Moment, ich will mich nur bedienen. Okay. Was haben wir hier? Ein Banner. Gut zerrissen. Wahrscheinlich irgendwo da oben. Verflucht. Sie haben das ganze Überfallkommando. Und die Flagge. Seht ihr die Netze? Es sind Spinnen. Widerliche Kreaturen. Die kommen wahrscheinlich aus dem Tal weiter unten im Süden. Wir sollten sie ausräuchern. Du solltest eine große Klappe halten. Von dort ist noch nie jemand zurückgekehrt. Ich frage mich, ob die für Kankra arbeiten. Sauron hat sie früher immer gefüttert, aber ich wette, sie weiß nicht mehr, wessen Haustier sie ist. Ist vielleicht an der Zeit, sie daran zu erinnern. Bitte friss mich nicht! Bitte friss mich nicht. Diese Spinnen kriechen aus den Wänden. Sie sehen unheilvoll aus. Die Kinder Ungolians. In ihrem endlosen Hunger verschlingen sie das Licht. Friss mich nicht! Hört ihr es nicht? Du
Oh, shit. Oh, come on. Da drüben sind Uruks. Die könnt ihr essen. Die schmecken deutlich besser als ich. Ah, bedient euch. Lecker, lecker, lecker. Ich war schon immer ein Freund der Karagor. Schaut, ich befreie sie sogar. So nett bin ich. Und wie danken sie es mir? Wollen mich kalt stellen, die Mistviecher. Au! Den Kratzer hier spüre ich morgen noch. Haltet den Sklaven! Weißt du, was die sein könnten? Nein. Ich würde doch nicht. Wir sind frei! Frisst die Sklaven! Aber nicht mich! Die haben extrem gute Nasen, kann das sein? Okay, ich bin beinahe da. War ein langer Weg. Oh, da kommt das nächste Mistvieh. Alle wollen mich. Ich hätte mich heute Morgen nicht mit Barbecue-Soße einreiben sollen. War keine gute Idee. Und tschüss. Orvin! Achtung, Jungchen! Geht auf die Jagd! Ein tödlicher Jäger braucht ein tödliches Reittier. Vorsicht! Er ist bereit fürs Mittagessen. Boah, hat mich gut umgeschrubbt. Komm her, du Mistvieh. Lass den Bastard auf dich losgehen. Ja, dann komm doch her. Ich will, dass er auf mich losgeht. Oh, Mist, das war's. Das war der Moment. Ah, das ist immer so random. Er muss diesen Sprungangriff machen. Dann kann ich reagieren. Dann kann ich ihn vielleicht übernehmen. Und ich muss dich auf Trab halten. Komm schon. Komm her. Lass den Bastard auf dich losgehen. Ja, will ich ja. Will ich ja. Lass dir Zeit, Junge. Aber er macht den verdammten Sprung nicht. Wenn wir Glück haben, stirbt der Grauk an Altersschwäche. Mach diesen Sprung. Ach, ich geh einfach hier nach oben. Oh, er kommt hoch. Er kommt hoch. Halte genügend Abstand. Ja, ich weiß. Lass ihn angreifen. Mach doch mal. Ja, ah nein, ich hab's falsch gedrückt. Okay, ging noch, ging noch, ging noch. Alles gut. Alles klar, ich hab ihn. Lass dir Zeit, Jungchen. Wenn wir Glück haben, stirbt der Grauk an Altersschwäche. Hey, jetzt chill mal, ja? Das Vieh wollte einfach nicht springen. Kurz es auch sein mag. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Thorwin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun, kämpfen. Ohne Kunst, ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis.
Zwerge werden ewig Geschichten von Torven dem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. Na, da bin ich ja mal gespannt, denn immerhin, ich mache die ganze Arbeit. Mein Cargo sind so ruhig. Ich glaube nicht, dass der Korb zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt. Wie militärisch. Gefällt mir. Das ist eine Axt. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Oh shit! Der Nauk ist gefallen. Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach, was Torven sagt. Regel Nummer 1. Ach, egal, wir improvisieren. Wie jetzt? Torven ist wirklich tot? Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ein Schädel. Okay. Verwirren. Verwirren. Der Treffer wird ihn verwirren. Dann verwirren wir ihn! Und dann hoppe, hoppe, Reiter. Hoffen wir mal, er schreit. Ja. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Ist doch gar nicht so schlimm. Oder? Ach nein, er hat Ghule. Halte die Ghule auf. Ach, er frisst die, stimmt. Und wird dann leider stärker. Ah. Okay, ich glaube, den ersten, den muss er fressen. Komm, hol dir noch einen. So. Finger weg vom Ghoul. Oh, wie schnell frisst er die denn? So schnell kann ich ja gar nicht reagieren. Alter, du frisst die einfach zu schnell. Du frisst die einfach viel zu schnell. Okay, dann machen wir es eben so. Keine Snacks. Kein Problem. Der Drecksack hat sich wieder ein bisschen geheilt.
Gehst du weg? Du Widerling? Alter, die Ghule haben dich gerettet, Kumpel. Lass mich hier... Oh Gott, keine Munition für mich. Oh, 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 schnell, schnell, schnell. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Beeilung. Okay. Schöner Stich und die Ghule kommen wieder. Ich brauche ein bisschen Munition. Komm schon. Und weg. Und den hat er schon so gut wie gegessen. Lässt du die Ghule? Ah, verdammter Ghoul-Snack. So. Aber der macht noch mindestens zwei Runden, oder? Ich glaube nicht, dass ich den jetzt hier erledige. Ah, er macht die Nummer. Und wieder ran. Beeilung, Beeilung, komm schon, ich will's nicht versauen. Beeil dich! Nein! Ach, komm schon! So ein Pech. Okay, jetzt, 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 jetzt und schlitz ihn auf! War klar, er macht noch eine Runde. Ja, er wird Ghule fressen. Das kann ich ja gar nicht vermeiden. Alter! Alter, wie viele? Oh, wie ich Ghule hasse. Scheiß Drecksviecher! So, das war's mit deinem Snack. Pech. Pech für dich. Du bist sowas von erledigt, Großer. Du bist sowas von erledigt. Jetzt bringe ich diese Jagd. Jetzt bringe ich diese Jagd zu Ende! Ist wohl tot. Das nenne ich mal eine Graukjagd. Ja, in der Tat. Nächstes Mal lasse ich dir nicht den ganzen Spaß. Oh nein, nein, nein. Das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Torvin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst... Such mich bei den blauen Bergen auf. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Ja.
warte. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus? Hm? Gut. Alles klar. Der große, weiße Grauk. Ich hoffe, Thorfinn kann nach Hause zurückkehren. Jetzt, da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat. Wie es weitergeht in der nächsten Folge, wir werden nicht vergessen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und tschüss!